Verzeihung? Verzeihung! Was? Was geht hier vor? Guten Tag. Wir sind auf der Suche nach Anton Bendorf. Und wer seid ihr? Was wollt ihr von ihm? Wir wollten ihm die Uhr hier zeigen. Sie muss repariert werden. Mit Uhren habe ich nichts mehr am Hut. Geht wieder. Lasst mich in Ruhe. Also, sind Sie Anton Bendorf oder nicht? Wollt ihr wohl endlich verschwinden? Raus hier! Geht, Anton Bendorf, das war einmal. Peter, halt, warte! Jetzt warte doch, Peter, bitte! Was suchst du noch hier? Wirklich schade, das war eine schöne Kuckucksuhr. Es tut mir leid, ich habe die Fassung verloren. Mein Name ist Heidi. Anton Bendorf. Gefallen dir die Kuckucksuhren? Da, wo ich lebe, in den Bergen, gibt's ganz viele. Dort gibt's auch echte Kuckucke in den Tannen. Manchmal antworten sie, wenn ich rufe, Kuckuck, Kuckuck. Du lebst in den Bergen? Ja, in einem kleinen Dorf im Sandgaller Oberland bei Bad Ragaz. Ah, die Ostschweiz. Als ich jung war, habe ich dort Uhren verkauft. Ich weiß. Bitte? Ich meine, das kann ich mir gut vorstellen. Als Uhrmacher kommt man wahrscheinlich viel herum. Ja, durchaus. Ich war oft auf Reisen. Hier. Dankeschön. Wieso verkaufen Sie Ihr Geschäft? Nun, als meine Frau krank wurde, habe ich meine Arbeit vernachlässigt, um mich um sie zu kümmern. Und dann, als sie starb, da schloss ich das Geschäft, weil die Kunden fehlten. Wenn du mich fragst. Werden Sie sie reparieren? Nein, das habe ich aufgegeben. Wollen Sie kein Uhrmacher mehr sein? Selbst wenn, wer würde mir jetzt noch einen Auftrag geben? Ich verstehe. Tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Heidi. Danke für deinen Besuch. Wiedersehen, Herr Bendorf.